Moin Leute, Prinz Toderan wurde jetzt gebufft. War abzusehen, es gab wirklich große Probleme da, auch Spieler, dass sie den alleine gemacht haben und überhaupt. Und jetzt ist der Buff gekommen, er wird stärker oder ist schon stärker geworden. Und ich habe ihn auch schon getestet, mit einer 20-Mann-Gruppe ist er nach wie vor relativ einfach eigentlich zu besiegen. Apropos Prinz Toderan, was denkt ihr, was er gedroppt hat? Ich habe euch erzählt, dass er so viel Pech hatte. Und was hat er gedroppt? Wieder nichts für den Rogue. Aber egal, irgendwann kommt meine Zeit. Dann gab es noch einen Hotfix betreffend der Berufe. Mit Phase 5 hat ja Blizzard es uns ermöglicht, also das stand auch in den Patch Notes zu Phase 5, dass wir jetzt mehrere Spezialisierungen, also zum Beispiel für Lederverarbeitung oder Schmiedekunst, machen können. Und ein Spieler hat berichtet hier auch von meinem Kanal, dass er die Quests nicht annehmen konnte von Lederverarbeitung, um halt mehrere Spezialisierungen zu machen. Jetzt kam dieser Hotfix mit Schmiedekunst, also Rüstungsschmied und Waffen. Waffenschmied ist jetzt zusammen möglich. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt bei Lederverarbeitung schon geändert haben, aber vielleicht weiß es ja auf einer von euch und ja, kannst du mir gerne in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, das war jetzt der Hotfix für Schmiedekunst. Ja, das war es auch schon mit dem kurzen Video. Nicht verpassen, diese Woche kommt ein Video über die Zukunft von Classic, Classic Plus. Wie lange geht SOD noch? Was passiert aktuell? Wie schauen die aktuellen Entwicklungen aus? Ich habe ein bisschen was für euch recherchiert. Also, um nichts zu verpassen, nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Ich denke, ich schaffe es diese Woche noch. Ansonsten eine wunderschöne Zeit und viel Spaß beim Zocken.